Herzlich willkommen bei Orangenkaktus TV, dem etwas anderen Deckenventilator. Grüß euch! Mein Name ist Raul. Ich bin der Magnus. Und willkommen zur dritten Folge von Crash Team Racing. So, in der letzten Folge habe ich leider aus eigener Blödheit verkackt. Aber dafür darfst du davon starten. Yeah! Ich muss jetzt dieses Rennen erneut schaffen. Für alle, die es nicht gesehen haben, aber warum solltet ihr euch dann die dritte Folge anschauen? Weil wir so unterhaltsam sind. Wir sind unterhaltsam. Ja, ich habe mich selbst mit einer Nitro-Kiste in die Luft gesprengt, indem ich sie einfach direkt hinter mich auf den nächstbesten Gegner geschossen habe, der eben direkt hinter mir war. Und wie wir wissen, eine Explosion ist nicht linear, sondern kugular. Na, wie heißt es, wenn es rund ist? Rund. Ja, okay. Ja. Hätte sein können, dass es irgendeinen besseren Begriff dazu gibt. Ich weiß nicht mehr, warum ich auf linear kommen will. Magnus, warum erlaubst du sowas? Ja, ich bin teilweise nicht schnell genug, um sowas zu verhindern. Du musst dazwischen springen. Nein! Ich habe heute ein Stäbchen vorbereitet. Echt? Ah! Ah! Er hat wirklich ein Stäbchen in der Hand. Also eigentlich wolltest du einen Stock haben oder sowas, oder? Ja, aber ich habe nur ein Stäbchen gefunden. Was sollen wir machen? Wir sind Stadtkinder. Ja, wir waren heute draußen und wir haben im Garten auch Bäume. Bäume haben Stöcke. Stecken. Also such dir das nächste Mal gefälligst einen Stecken. Ja, tut mir leid. Jetzt müssen wir mit einem Stöckchen vorlieb nehmen. Ja, mir reicht. Ja, Scheiße! Ich werde gepiekt. Ich werde gepiesackt und gepiekt sackt. Ja, natürlich, gezeigt. Weil du es verdient hast. Ja, das höre ich öfter. Ja. Zuletzt Schreist auch von meiner Mutter. Ja. Und meinen Lehrern. Meinen besten Freunden. Also von mir wieder? Ja. Warum eigentlich? Was? Warum mag ich dich eigentlich? Ich weiß nicht, warum ich dich leiden kann, aber das frage ich mir bei sämtlichen meiner Freunde und ich komme immer wieder nur auf eine einzige Antwort. Bitte. Ich sammle gern Spinner. Okay. Ich dachte, du stehst auf Merzen. Ja, das sowieso. Aber es ist ein anderes Kapitel. Nicht, dass ich wüsste, ich habe es mal gelesen. In einem Magazin. So. In der Cosmopolitan. Ich weiß nicht mal, wie man die schreibt. Cosmopolitan? C. Hey, ich habe gewonnen. Das ging irgendwie leichter als erwartet. Das liegt am Stäbchen. Das Motivationsstäbchen. Finde ich gut. Nennen wir es Motivationsstäbchen oder wollen wir einen anderen Namen dafür finden? Nein, wir nennen es dabei Motivationsstäbchen. Im Hintergrund schleicht gerade der ominöse Dritte herum. Sag einmal Hallo. Er ist etwas schüchtern. Ja, er will nicht. Hallo! Und er ist ein ganz besonderer Mensch. Ein ganz besonderer Mensch. Gut, okay. Danke. Danke. Das nächste Mal hören wir wieder von dir, wenn du einmal mitspielst. Ja, baba. Das wissen wir noch nicht. Wenn wir es wissen, sagen wir dir Bescheid. Übrigens, alles Gute zum Geburtstag. Danke, danke. Er hat wirklich Geburtstag. Gut. Auf zur nächsten Strecke, die da unten blinkt. Warum kann ich zu einem anderen nicht? Achso, weil ich so und so viele von diesen Vasen brauche. Ja. Vasen. Vasen. Kneckebrot von Vasen. Ich kann sogar nachschauen, wie viel. Habe ich alles offen. Es steht auch über der Strecke selbst. Doch. Niemals. Doch. Ich weiß das. Ich sehe das. Es gefällt mir. Okay. Tiger Temple. Klingt fast gleich. Das heißt, kriegen jetzt Tiny Tiger und dieser Tuna. Ich habe keine Ahnung, wie heißt der Tiger nochmal? Egal. Bringt die beiden jetzt einen Vorteil, weil wir im Tiger-Tempel sind? Nein, aber hier gab es eine Abkürzung, man sieht sie sogar auf der Karte. Finde ich gut. Soll ich sie das nächste Mal versuchen zu... Zu durchfahren? Ja, das wäre nicht allzu schlecht. Wobei sie jetzt erst hier kommen. Achso? Okay. Vermutlich, indem ich hier springe. Nein, ich bin daran vorbei. Ja. Ich suche sie das nächste Mal. Okay. Vielleicht. Oder auch nicht. Niemals. Absolut, ne? Wir reden zu viel. Ja. Aber sollte man nicht auch? Was sind wir ehrlich? Ja, nur irgendwie inhaltvoller, oder? Gehaltvoller? Gehaltvoller. Na, dann krieg ich wieder Hunger. Ja. Das ist wieder nach 17 Uhr, wir dürfen wieder nichts essen. Wir nehmen immer nach 17 Uhr auf, um uns vom Hunger abzulenken. Richtig. Und aber reden dann über unseren Hunger. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wo sind meine Burger-Fotos? Können wir diesmal was anderes nehmen? Döner-Fotos? Na gut, da habe ich zu viel Hunger. Da hatte ich einen schwachen Moment. Okay, wo ist hier diese Abkürzung? Ich sehe sie nicht.
Ich weiß sie nicht mehr, also. Ja, ich verstehe es auch nicht gerade. Man springt hier dann runter, das war's. Ja, das dachte ich mir fast. Whee! Mama way. Wir sollten vielleicht, naja, sollten wir mehr singen oder weniger singen? Schreibt es in die Kommentare! Aber liked, wenn ihr meint, wir sollen mehr singen, und subscribed, wenn ihr meint, wir sollen weniger singen, und wenn ihr meint, wir sollten mehr singen, dann subscribed, wenn ihr meint, wir sollten weniger singen. Ja. Egal, wir sind keine, also wir sind, wir wollen nicht, wir, ja. Subscriben oder abonnieren, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, wollen wir euch nicht zwingen. Ja, wir sind keine Außer Abo-Huren. Dich, Kurt. Wir sind keine Abo-Huren. Wir Let's Playen auch ohne, dass ihr abonniert. Das stört trotzdem. Ja. So. Könnte sein, dass ich da durchfahren muss durch diesen Affen, der irgendwie da so als einziger Affe herumsteht. Wäre möglich. Also werd jetzt nicht Erster, dann kannst du es ausprobieren. Ich werde jetzt aber Erster, weil ich muss es nicht ausprobieren. Ich bin in einer Bubble gefangen. Ja, wovor schützt mich die Bubble einfach vor dem nächstbesten? Vor einem Einschlag, ja, und okay. Nach einer Zeit verblasst. Okay, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen der grünen, die mich vor allem schützt, oder der blauen, die mich vor allem schützt? Und warum fahren da immer Motorräder vorbei? Ja, weil wir so coole Nachbarkids haben, die mit ihren aufpumpten, super coolen männlichen Vespas die ganze Zeit auf und ab. Da war es wieder. Ich hätte auch keine Vespa. Ich würde ja das Fenster zumachen, aber es ist warm und ich mag den angenehmen Wind. Ich kann dich noch anpusten. Nein. Du riechst nach Wodka. Ja. Nicht, ein Stäbchen jetzt ist gleichzeitig ein Strohhalm. Ja, aber nicht, dass jetzt alle glauben, wir sind dauerbetrunken oder er ist dauerbetrunken. Nein. Wenn überhaupt, dann ist er dauerbetrunken. Nein, das sind Motivationsschlückchen. Natürlich. Bitte? Ich habe jetzt bis jetzt zweimal dran genippt in der Aufnahmesession, es ist ja wohl gestartet. Okay. Natürlich. Aber absolut. Ja. Was war das, mein lieber Magnus? Das war meine Wodka. Wie schmeckt das, lieber Magnus? Wodka. Aha. Das ist gut für die Stimme, Kinder. Genau, mach das, du hast ihn auch. Meine Wodka-Flasche heißt Mario. Boah, das Level kenne ich noch auswendig, das war damals auf der Demo. Auf der Demo? Also hattest du das Spiel selbst nicht? Nein, ich habe die Demo auf und ab gespielt, bis ich dann vor 5 Jahren das Spiel irgendwann mal beim Gebrauchtwarenhandel sah und dann mir gedacht, dich kenne ich. Aber dafür war ich in diesem Level ungeschlagen. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo man runterspringt da dazwischen und landet auf der Brücke. Das dachte ich mir fast, wenn man es denn richtig macht, aber... Hier kann man auch so drüber fahren. Okay. Finde ich interessant, werde ich vielleicht später probieren, aber ich bin nein, jetzt nicht mal. Diese Kurve habe ich gehasst, weil ich konnte immer Crash Bandicoot spielen. Ja, und der ist nicht so gut im Turnen. Allrounder sind unspannend. Richtig. Weil die können eigentlich nichts und jetzt sehe ich gar nichts. Sie können alles, aber das nicht richtig. Ja. Sind eigentlich wie Menschen in sämtlichen Rollenspielen. Ja, stimmt. Deswegen spiele ich auch ungern Menschen in Rollenspielen, weil die sind so langweilig. Ich bin selbst ein Mensch, warum soll ich einen Menschen spielen? Ja. Oder warum soll ich zur Allianz gehen, wenn wir schon bei WoW sind? Verzeihung. Die Debatte haben wir schon lang. Und nein, wir werden WoW nicht let's playen, vermutlich. Nicht? Vielleicht doch. Also ich hatte das nicht vor. Okay. Da werden wir noch drüber reden. Ja. Aber nicht vor den Kindern. Na schon, da kannst du jetzt einfach so drüber hüpfen. Jetzt wäre es. Wenn ich gut wäre. Aber ja. Ich bin viel guter als du. Viel gutster als ihr alle. Viel gutster. Ich habe den Faden verloren. Ja, hier ist er. Irgendwas mit, genau, langweiliger Allrounder. Mario, alias Super Mario, je nachdem, wie man ihn nennen will. Sein Name ist eigentlich Super Mario. Ein kleiner, fetter, roter Klempner. Italiener. Nein, das wäre schon rassistisch. Und der ist kein Franzose, also was Gutes. Wow, also langsam. Es wird immer besser mit den Franzosen. Ja, ich finde Mario zum Beispiel immer sehr, sehr langweilig in so ziemlich jedem Spiel. Auch in Super Smash Bros. Dr. Mario hingegen fand ich in Mario Super Smash Bros. Melee für den GameCube durchaus lustig. Der war nämlich schneller, aber dafür weniger stark. Und sein Bruder Luigi, den finde ich meistens sowieso am besten, weil der ist entweder schneller oder springt höher oder beides. Und einfach lustiger als Mario selbst. Ah! Kein Lust. Ja, ich weiß, du bist ein PlayStation-Kind gewesen, als wäre ich das nicht gewesen. Ja. Das schaffe ich noch, da werde ich noch irgendwie Erster. Habt ihr es gesehen? Ich war fast Erster. Ja, du hast beides gehabt, du hast nie Crash Bandicoot gespielt, richtig.
das funktioniert nicht, dann bist du kein PlayStation-Kind. Was, du meinst? Den 1er, den stinkt normal. Tatsache, weil ich nur eine Version vom 3er hatte. Und zwar... Wenn spielt man alles. Ja, natürlich. Dann kannst du mir ja nicht behaupten, der 3. ist der Beste. Ich meine, der 3. ist der Beste, ja. Aber das kann man nicht einfach so behaupten, wenn man nur einen 3. gespielt hat. Das geht nicht. Ja, ich glaube es trotzdem. Ja, weil ich es gerade gesagt habe. Nein, weil ich es weiß. Nachsager. Kann man dem Spiel eigentlich irgendwie driften oder muss ich dafür einfach, was ich eh immer wieder mache, racen? Ich glaube, wenn du springst und dann längst driftest du. Wow! Wow! Da kannst du, wenn du rechtzeitig rausgehst, kriegst du auch einen Boost, das siehst du unten die Anzeige. Das finde ich gut. Karte. Das hätte ich mal früher wissen sollen. Ja, aber ich hätte es auch versuchen sollen, weil in jedem anderen Rennspiel momentan ist es auch so. Aber... Da finde ich wow! Das war Radarschwert. Ja. Jungs! So, irgendwie wäre jetzt ein gutes Item nicht schlecht. Damit ich wieder... Das nehme ich auch. Nur nicht hier. Weil ich will keinen Turbo in einer so kurvenreichen. Entschuldigung. Flüche. Finsterste Flüche. Bitte auf Deutsch fluchen. Nein, nicht das F-Wort, Magnus. Fröhlichkeit. Verfluchte Fröhlichkeit! Familienfeste? Das sind sogar zwei F. Ich weiß. Aber da kann die Familienfeier an sich nichts dafür. Ich mag Familienfeier. Ja, ich bin eher so der Einsiedler. Krebs? Ja, ich bin ein Krebs. Magnus, du bist mein Krebsgespür. Ist das nicht schön? Okay, das war fies, das ist sehr fies. Fangen wir jetzt mit Krebs jetzt an? Nein, absolut nicht. Okay, es geht zu tief. Kommt ein Krebs in eine Bar! Nein, kein Krebswitz. Aber wie ist mit Anti-Witzen? Anti-Witze? Also so wie rollt eine Kugel um die Ecke und bleibt und fällt um? Ja. Oder ein Mann geht um die Ecke und fällt in die Mülltonne. Ach, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was immer war. Das ist ein Lebensmotto eigentlich. Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was immer war? Ja, vor allem mit dem Vorsatz. Geht ein Mann um die Ecke und fällt in den Mülltonne. Warum? Warum nicht? Das sagt so viel aus, das ist poetisch, das könnte man diskutieren, aber dafür bin ich jetzt faul. Schreib 3 Seiten Abhandlung. Jetzt! Gott, ich bin vorsichtig, bin schon durch mit dem Jahr. Ihr nix Deutsch, ist nix gut, Mann. Nein, ich hatte immer die Diskussion mit meiner Deutschlehrerin. Ob keine ich etwas, Namen nennen? Nein, will ich nie tun. Ob ich etwas richtig interpretiere. Meine Interpretation ist besser als die deine. Na, Entschuldigung, es geht bei einer Interpretation, wie ich das interpretiere, oder? Richtig. Ich meine, wenn es nicht komplett falsch ist, das weiß ich ja nie. Ja, wie gesagt, wenn man zum Beispiel hernehmen würde, Crash Team Racing, worum geht's in diesem Spiel? Und jemand sagt, meiner Meinung nach, zeigt das die momentane Situation der Russen in Bezug auf Elefanten in Afrika. Dann ist das gar nicht falsch. Also kennst du die Situation von den Russen zu der Situation in Afrika, menschlichen Elefanten mit Abständen? Keine Ahnung. Absolut nicht, aber das wäre in keinster Weise vertretbar. Aber wenn man sagt, hier geht es um Gut gegen Böse und das zeigt sich in den Cards und je nachdem, wie sie denn so drauf sind, also mit mehr Geschwindigkeit, mehr sonst was, hat das mit ihren Eigenschaften zu tun. Das wäre eine Interpretation, die durchaus möglich wäre. Warum haben wir jetzt dieses Spiel genommen? Das ist scheiße zum Interpretieren. Ja, interpretieren wir was anderes? Ja, wir interpretieren das Ende dieser Folge. Moment, der Wodka kämpft gerade nach oben. Okay. Dann warten wir, bis der Wodka sich nach oben gekämpft hat. Stellen uns vor dieses Level und dann beende ich die Aufnahme. Na gut, tüdelü. Bis zum nächsten Mal.